Gespinstmotte besetzt Straßengrün. Hat die Stadt Cottbus schon im Mai für Halloween dekoriert? Oder warum sind Teile des Straßengrüns mit einem gespenstischen Gewebe überzogen? Nicht so ganz. Denn verantwortlich sind nicht etwa Gespenster, sondern Gespinstmotten. Die Insekten treiben aktuell im Stadtgebiet ihr Unwesen. Der Anblick ihrer silbrig-grauen Gespinste ist vielleicht ein bisschen schaurig. Aber die Tiere sind vollkommen harmlos. Darauf weist jetzt auch die Stadtverwaltung hin. Zuvor gab es in Teilen der Bevölkerung große Verunsicherung, weil sich die Gespinste denen des Eichenprozessionsspinners ähneln, der mit seinen Brennhaaren starke allergische Reaktionen auslösen kann. Nach aktuellem Kenntnisstand ist diese Art in Cottbus aber aktuell nicht unterwegs. Stattdessen ist die Gespinstmotte am Werk, die lediglich eine Art Kokon für ihren Nachwuchs webt. Eine Schädlingsbekämpfung ist daher nicht vorgesehen. Sportlich in Brandenburg. Die Menschen in Cottbus und in der ganzen Lausitz sind ziemlich sportlich unterwegs, sowohl in der Freizeit als auch im Leistungsbereich. Aber welche Kommune ist die sportlichste? Das will das Land Brandenburg jetzt wieder herausfinden. Der Wettbewerb um die sportlichste Stadt bzw. Gemeinde im Land Brandenburg geht in die nächste Runde. Zu gewinnen gibt es bis zu 5.000 Euro. Ausgezeichnet werden erfolgreiche Partnerschaften zwischen Sport und Kommunen. Alle Infos findet ihr unter mbjs.brandenburg.de. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. Juni.